Köln eingeladen. Das ist eine Reihe, die ich seit so circa 3 Jahren mache. Da lade ich Singer-Songwriter ein. Und wir spielen dann quasi um die Wette immer abwechselnd, so ähnlich wie hier. Und da, Carsten hat, weiß ich, 3 Songs hast du gespielt, glaube ich. Ne? Aber ich war lange da. Auf jeden Fall habe ich überlegt, ich erzähle kurz mal eine Geschichte, die passt irgendwie auch zum nächsten Song. Ich meine, stellt euch vor, jeder Mensch könnte sich in seiner Welt seinen Sitzplatz aussuchen. Das wäre doch fantastisch, oder? So eine Art Heimat nach Wahl. Und Heimat ist ja eh so ein überbewerteter Begriff, mein Gott. Jetzt, wo in Berlin schon Heimatministerium gegründet wurde, wofür unsinnig viel Geld ausgegeben wird, keiner weiß warum, keiner weiß, was soll dieses Heimat... Also er heißt ja Heimatschutzministerium, oder? Ist ja noch viel schlimmer eigentlich. So, auf jeden Fall habe ich eine Geschichte erlebt. Ich bin viel im Zug oder auch mit dem Auto unterwegs, wenn ich auf Tour bin. Im Zug bin ich immer gerne unterwegs, wenn man da so schöne Geschichten erlebt. Und ich komme jedenfalls in den Zug und da sitzt jemand auf meinem Platz. Und es war überhaupt nicht schlimm, weil gegenüber war noch ein Platz frei, da steht dann immer so eventuell reserviert, kennt ihr, ne? So, und da sitzt so eine 80-jährige Dame und die war so nett und hat mir den Platz neben sich angeboten, der war ja auch eventuell reserviert und da haben wir uns geeinigt, die andere Dame hat gesagt, ah, ich bleib hier sitzen, haben wir gesagt, überhaupt kein Problem, bleiben Sie doch da sitzen, wir können ja miteinander sprechen, wir sind ja Menschen, wir können ja kommunizieren. Dann habe ich erstmal so mit der 80-jährigen Dame so ein bisschen geflirtet, so, ne, ein bisschen gequatscht, so wie man das halt so macht, ich bin ja so ein bisschen Gentleman und auch erzogen. Und irgendwie habe ich dann an meinem Computer gearbeitet und dann war die 80-jährige Dame weg, ihr Koffer stand noch da, sie war auf Toilette, kommt so eine Frau. Ich habe hier reserviert. Sag ich so, ja, und jetzt, da sitzt so eine Dame, die ist 80, die kommt gleich wieder von der... Ich habe hier reserviert. Ja, sag ich, ja, die kommt gleich wieder, können wir ja drüber reden. Und da vorne setze ich doch so lange da vorne hin. Ich habe ja reserviert. Also es war irgendwie so wie so ein monotones, ich bin da ein bisschen allergisch gewesen. Ich hatte ja vorher auch dasselbe Problem und habe ja relativ, fand ich, gut reagiert und mich woanders hingesetzt. Dann kam auf jeden Fall die 80-jährige Dame, dann hat sie auch nochmal lautstark, ich habe ja reserviert, gesagt. Und dann hat sich irgendwann da hingesetzt, die 80-jährige Dame hat sich woanders hingesetzt. Das hatte ich ihr vorher auch vorgeschlagen, war echt super viel frei in dem Zug. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal ganz ehrlich, die 80-jährige Dame, die muss doch erstmal wiederkommen, ihren Koffer nehmen und dann, ich habe einen Schwerbehindertenausweis. Oh, habe ich gedacht, habe ich zu ihr gesagt, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Sag ich, ist natürlich echt dramatisch, ne? Und habe ich gesagt, wäre einfach nur nett, wenn wir ein bisschen mehr aufeinander achten würden. Sie sehen ja auch nicht gerade aus, als würden Sie jetzt umfallen. Ja, war ein bisschen frech vielleicht von mir, aber war so. Sie stand ja da und musste ja nur warten, bis die 80-jährige Dame... Dann hat sie sich dann irgendwann auf ihren Sitzplatz gesetzt und hat immer noch weitergeschnitten. Sag ich, ja, wissen Sie was, ich würde mich am liebsten jetzt auch woanders hinsetzen. Das ist mir irgendwie so unsympathisch, was Sie hier so machen. So, ach, machen Sie mit Ihrem Computer weiter, hat sie zu mir gesagt. Und da habe ich dann mit meinem Computer weitergemacht. Und irgendwann kommt dann so der Typ mit dem Kaffee vorbei. Und sagt, möchten Sie was trinken? Sie sagt, ich möchte einen Kaffee mit Milch. Sag ich, ich möchte auch einen Kaffee mit Milch. Und hatte ich so die Idee, vielleicht versuchst du es doch nochmal. Und da habe ich gesagt, ich zahle beide Kaffee. Habe zu ihr geguckt und habe gesagt, Friedenspfeife. Und siehe da, ich habe mit der Frau 1,5 Stunden wirklich tiefsinnige Gespräche geführt. Ich muss noch kurz erwähnen, mein letzter Spruch, bevor der Kaffeemann kam, war, wenn wir ein bisschen mehr aufeinander achten würden, hätten wir auch die AfD nicht. Ich lasse auch gerne eskalieren so und habe mich, also irgendwie hat sich das Gott sei Dank nicht dann weiter also so entwickelt. Und dann habe ich auf jeden Fall diese Friedenspfeifen-Kaffee ausgegeben und dann haben wir 1,5 Stunden zusammen geredet. Die Frau hat wirklich sehr viel erzählt, warum sie schwerbehindert, also einen Schwerbehindertenausweis hat. Sie ist ein Gewaltopfer damals geworden. Irgendwie, sie hat mir so eine sehr ernsthafte Geschichte erzählt. Sie fährt zu ihrem Mann mit ihren 2 Kindern, der feiert Geburtstag. Sie ist in der Flüchtlingshilfe organisiert. Und siehe da, es hat sich durch dieses Gespräch sehr viel erledigt. Also was ich eigentlich damit sagen möchte ist, jetzt komme ich auch zum Punkt, ne? Sitzplatz, Heimat, kann man alles sehen, wie man will. Leuten kann man einfach nicht in den Kopf gucken und ich fand das irgendwie so ein schönes Beispiel, was ich selber am eigenen Leib erlebt habe. Wenn wir miteinander reden, dann können wir so viel mehr erreichen und auch mal über Menschen was rausfinden, wo wir gedacht haben, so Mensch, sind die ein Arsch. So, das wollte ich eigentlich damit sagen. So, danke fürs Zuhören. Ja, also... Und zu dem Thema habe ich auch einen Song geschrieben, vor Jahren schon, der heißt Heimat. Ich
bin mir völlig egal. Das glaub ich jetzt nicht. Ist ja nicht mehr normal. Oder einfach gelogen. Und deinen treue blauen Augen trau ich auch nicht mehr über den Weg. Du lässt mir keine Wahl, lügst mir ins Gesicht. Du lässt mir keine Wahl. Und im was Heimat ist, wenn du nie verweist. Wie willst du wissen, was Liebe ist, wenn dein Herz vereist? Wie willst du wissen, was Heimat ist, wenn du dir selbst genug bist? Und nie irgendwen vermisst. Hast nie gelernt zu entspannen und loszulassen. Immer schön die Kontrolle bewahren und ja nichts verpassen. Und deinen treuen blauen Augen trau ich auch nicht mehr über den Weg. Ich will schmecken, was echt ist, und du hast keinen Geschmack. Das Leben ist zu kurz, ich sag mal Tschüss und fuck off. Was Heimat ist, wenn du nie verweist? Wie willst du wissen, was Liebe ist, wenn dein Herz vereist? Wie willst du wissen, was Heimat ist, wenn du selbst genug bist? Und nie irgendwen vermisst. Wie willst du wissen, was Heimat ist?